Heute für euch 10 riesige Harry Potter Handlungslücken erklärt. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video befassen wir uns mit einigen der rätselhaftesten Aspekte der Harry Potter Geschichte. Um genau zu sein, werden wir über die Handlungslücken sprechen, die in der Geschichte existieren. Bevor wir starten, möchte ich Folgendes betonen. Die magische Welt von Harry Potter ist beeindruckend konzipiert und geschrieben. Über die Jahre hinweg hat sie zahlreichen Menschen eine Zuflucht geboten. Ein Fenster zu einer Welt, die weitaus magischer ist als unsere Realität. Bevor J.K. Rowling ihre Bücher verfasste, investierte sie viel Zeit in die Planung dessen, was sie niederschreiben wollte. Und als sie schließlich schrieb, gelang es ihr meisterhaft, die Geschichte und ihre Charaktere zusammenzuführen. Und dennoch ist die Geschichte keineswegs perfekt, und vielen Leuten sind sicherlich einige offensichtliche Schwächen aufgefallen. Es gibt Handlungslücken, die nie adressiert wurden, oder nur kurz in einem nachträglichen Tweet. In diesem Video präsentiere ich 10 solcher Handlungslücken, die mir ins Auge gesprungen sind. Beachtet bitte aber, dass diese Liste nicht alle Handlungslücken abdecken wird, die es möglicherweise gibt. Wenn ich also eines übersehen habe, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Lasst uns direkt loslegen. Nummer 1. Das Finanzsystem der Zaubererwelt. Jetzt mal ganz ehrlich, ergibt das Finanzsystem wirklich Sinn? Zwar ist die Zauberergesellschaft deutlich unabhängiger als die der Muggel, da sie durch Magie vieles mehr erreichen kann, dennoch bedeutet das nicht, dass sie ohne ein durchdachtes Finanzsystem auskommt. Innerhalb der Zaubererwelt existiert eine eigene Währung in Form von Galeonen, Knuts und Sicheln. Es besteht sogar eine ausgeprägte zauberische Wirtschaft, die den Austausch von Waren und Dienstleistungen möglich macht. Doch wo genau liegt das Dilemma? Das Hauptproblem scheint die mangelnde Konsistenz bei den Preisen und der Herkunft des Geldes zu sein. In der Welt von Harry Potter existieren verschiedene renommierte Institutionen wie das Zaubereiministerium, Hogwarts und sogar ein Krankenhaus. In konventionellen Wirtschaftssystemen werden solche Einrichtungen oft durch Steuern und andere Mittel finanziert. Und ich frage mich, wie diese Institutionen, abgesehen von Geldstrafen, ausreichend Einnahmen generieren können, um ihre grundlegenden Betriebskosten zu decken. Ein weiteres bedeutendes Problem sind die Diskrepanzen bei den Preisen für verschiedene Produkte. Getränke und Süßigkeiten zu Preisen in Sicheln und Knuts erscheinen verständlich, denke ich. Aber der Preis eines Lehrbuchs in Hogwarts kann den Wert von 9 Galeonen erreichen. Für eine Familie wie die Weasleys stellt ein Galeone bereits einen erheblichen Betrag dar. Trotz ihrer finanziellen Herausforderungen erscheint mir diese Preisgestaltung nicht ganz schlüssig und deswegen weiß ich nicht, ob das Finanzsystem so viel Sinn macht. Kommen wir zum nächsten Punkt: verschiedene Zauberstäbe. Für Hexen und Zauberer ist der Zauberstab ein unverzichtbares Werkzeug, das oft als Hauptkanalisierungskanal für ihre magischen Fähigkeiten dient. Diese Stäbe werden von Fachleuten wie Ollivander gefertigt und bestehen aus speziellem Holz sowie einem einzigartigen Kern. Zudem variieren sie in ihrer Länge und Flexibilität. In der Buchreihe beobachten wir, wie verschiedene Zauberer ihre Magie durch ihre individuellen Stäbe ausüben. Doch ein Aspekt hat meine Aufmerksamkeit besonders geweckt. Die Szene, in der Harry Potter gleichzeitig mehrere Zauberstäbe verwendet. Besonders am Ende nutzt Harry mehrere Stäbe, um seine Kraft zu bündeln und einen starken Zauber gegen Fenrir Greyback zu wirken. Und das lässt mich irgendwie nachdenklich werden. Warum tut dies sonst keiner? Wenn die Verwendung mehrerer Stäbe zu einer gesteigerten Macht führt, warum macht das dann nicht jeder? Das erscheint irgendwie nicht logisch, oder? Kommen wir als nächstes zum Geheimniswahrer. Einer der Faktoren, die zum Tod der Potters beitrugen, war die Wahl ihres Geheimniswahrers, ihres vermeintlichen Freundes Peter Pettigrew. Ein Geheimniswahrer ist ein Zauberer oder eine Hexe, der bzw. die dazu bestimmt ist, ein durch den Fidelius-Zauber geschütztes Geheimnis in seiner Seele zu bewahren. Ursprünglich hatten James und Lily Sirius Black als ihren Geheimniswahrer vorgesehen, aber aufgrund der Befürchtung, dass Sirius zu offensichtlich im Fokus von Voldemort stehen könnte, schlug Sirius jedoch vor, stattdessen Peter Pettigrew zu wählen, von dem wir wissen, dass er seine Aufgabe nicht besonders gut erfüllt hat. Das zentrale Geheimnis betraf den Aufenthaltsort des Potterhauses, welches durch den Fidelius-Zauber an Pettigrews Seele gebunden war und nicht gewaltsam aufgedeckt werden konnte. Ein Zuhause, das durch diesen Zauber in Kombination mit einem Geheimniswahrer geschützt ist, bleibt im Grunde genommen unsichtbar und seine Bewohner sicher. Das Kernproblem oder der Logikfehler hierbei ist, dass James und Lily auch ihre eigenen Geheimniswahrer hätten sein können. Sie hätten sie sicher in einem Geheimnis verbergen können, ohne jemals gefunden zu werden. Dennoch entschieden sie sich dafür, einen ihrer Freunde als Geheimniswahrer zu wählen, was zwar freundlich war, aber nicht unbedingt sinnvoll erscheint.
Als nächstes haben wir die Karte des Rumtreibers. Oh ja, die Karte des Rumtreibers, ein Gegenstand mit großem Potenzial für Chaos. Wie wir wissen, wurde Harry die Karte des Rumtreibers von Fred und George Weasley zu einem frühen Zeitpunkt in der Geschichte überreicht. Bevor sie jedoch in Harry Potters Besitz überging, hatten Fred und George sie über mehrere Jahre in ihrem Besitz, nachdem sie sie aus Filchs Büro in ihrem ersten Jahr in Hogwarts entwendet hatten. Dieser Aspekt wirft einige Fragen auf, sowohl bezüglich des Zeitraums, in dem Fred und George die Karte besaßen, als auch darüber, welche Personen auf der Karte sichtbar waren. Schließlich hatte Rons geliebte Haustierratte namens Kretze eine lange Geschichte, bevor sie als der Todesser und ehemalige Rumtreiber Peter Pettigrew identifiziert wurde. Ron war stets in Begleitung seiner Ratte und nahm sie überall hin mit, einschließlich nach Hogwarts und sogar in den Zug. Daher drängte sich die Frage auf, wenn Fred und George den Namen Peter Pettigrew ständig in der Nähe ihres Bruders sahen, warum fiel ihnen das nicht auf? Es scheint, als hätten sie die Verbindung nicht erkannt. Ein weiteres Rätsel besteht darin, dass die Familie Weasley offensichtlich über die Einzelheiten des Todes der Familie Potter informiert waren. Man könnte daher eigentlich erwarten, dass sie auch den Namen Peter Pettigrew kennen würden. Harry Potter und die Testrale. Ein weiteres Handlungsdetail, das Diskussionen hervorruft, betrifft Harry und die Testrale. Diese geflügelte Pferderasse mit skelettähnlichen Eigenschaften ist nur für diejenigen sichtbar, die bereits den Tod erlebt haben. Vor den Ereignissen im Orden des Phönix, als Harry die Testrale erstmals wahrnehmen kann, hat er mehrere Todesfälle miterlebt. Dazu gehören der Verlust seiner Eltern, der Tod von Professor Quirrell und zuletzt, wenn auch kürzlich, der Tod von Cedric Diggory. All diese tragischen Vorfälle fanden vor dem Abschluss des Feuerkelchs statt. Daher ist es verwunderlich, dass Harry die Testrale nicht bereits zu einem früheren Zeitpunkt wahrnehmen konnte. Am Ende des Feuerkelchs wurden die Kutschen immer noch als pferdelos beschrieben, was auf Seite 629 auch bestätigt wird. Was ist also die genaue Erklärung dafür? Warum hat es so lange gedauert, bis Harry die Testrale wirklich wahrnehmen konnte? J.K. Rowling hat dieses Handlungsdetail selbst wie folgt dargestellt. Diese Frage wurde mir oft gestellt. Harry hat den Tod seiner Eltern nicht direkt miterlebt. Zu der Zeit, als dies geschah, war er ein einjähriges Kind in seinem Bett und sah lediglich einen grünen Lichtblitz, wie ich im Stein der Weisen beschreibe. Ebenso hat er Professor Quirrells Tod nicht beobachtet. Harry war bewusstlos, als Quirrell starb, und er erfuhr erst im abschließenden Kapitel von Dumbledore davon. Jedoch war er Zeuge des Mordes an Cedric Diggory, weshalb er nun die Testrale sehen kann. Warum konnte er sie jedoch auf seiner Rückkehr zum Bahnhof nicht erkennen? Nun, ich wollte kein weiteres Rätsel einbauen, das erst am Ende des vierten Buches aufgelöst wird, sagte Rowling. Der unbrechbare Schwur. Der unbrechbare Schwur stellt einen magischen Vertrag dar, der zwei Individuen miteinander verknüpft. Sein Ziel ist klar. Es verpflichtet einen Zauberer oder eine Hexe zu einem bestimmten Versprechen. Die Beteiligten stehen einander gegenüber und berühren sich mit ihren rechten Händen, während eine dritte Person in der Rolle eines Vermittlers oder Zeugen dient. Diese Person legt die Spitze ihres Zauberstabs auf die Handflächen der beiden Teilnehmer. Der Vermittler fungiert dabei ähnlich wie ein Geistlicher und rezitiert die Bedingungen oder Verpflichtungen, die mit dem Gelübde einhergehen. Nachdem alle Bedingungen genannt wurden, muss derjenige, der diese Verpflichtung übernehmen soll, die einzeln bestätigen. Wenn man seine Verpflichtungen aus einem solchen Schwur nicht erfüllt, steht als Konsequenz der Tod. Das erscheint als effektivste Methode, um Gewissheit über die Loyalität anderer zu erlangen. Interessanterweise sehen wir in der Geschichte jedoch nur wenige Beispiele dafür. Zum Beispiel geht Snape mit Narcissa einen Schwur ein, Draco zu schützen. Dennoch scheint weder Voldemort noch Dumbledore solche Gelübde zu verwenden, um die Treue ihrer Anhänger oder Verbündeten sicherzustellen. Man könnte annehmen, dass ein unbrechbarer Schwur ein integraler Bestandteil des Aufnahmeprozesses für Todesser ist, dem ist jedoch nicht so. In der Harry Potter-Reihe gibt es zahlreiche Täuschungen, die durch ein solches Gelübde hätten aufgedeckt werden können. Magische Porträts. Schon zu Beginn der Geschichte werden wir mit den magischen Porträts von Hogwarts vertraut gemacht, die Hexen und Zauberer aus verschiedenen Zeitaltern darstellen. Es wird betont, dass diese lebenden Porträts lediglich Abbilder der verstorbenen Person sind. Sie können lediglich grundlegende Persönlichkeitszüge nachahmen und besitzen weder Gefühle noch Erinnerungen oder spezielle Fähigkeiten, wie sie bei Geistern zu finden sind. Diese Konzeption wird jedoch in Frage gestellt, wenn Dumbledores Porträt in der Lage ist, Snape nach seinem Tod weiterhin Ratschläge und Weisheiten zu übermitteln. Die detaillierte Funktionsweise dieser Porträts bleibt ein Aspekt der Geschichte, der weiterer Erklärung bedarf.
Internationale Zauberergemeinschaft. Eine besonders auffällige Diskrepanz für mich ist, dass in einer sogenannten Welt der Zauberer, und ich betone Welt, was sowohl das Vereinigte Königreich als auch alle anderen Teile des Planeten einschließt, Voldemort scheinbar nur eine Bedrohung für Großbritannien darstellt. Angesichts von Voldemorts ungeheurer dunkler Macht wäre er potenziell eine Gefahr für die gesamte Welt gewesen und nicht nur für Großbritannien. Daher frage ich mich, warum haben andere Zauberergemeinschaften oder europäische Länder zum Beispiel nicht eingegriffen? Dieses Versäumnis erscheint mir irgendwie nicht ganz verständlich. Veritaserum. Veritaserum ist so mächtig, dass bereits 3 Tropfen ausreichen würden, um jemanden dazu zu bringen, seine tiefsten Geheimnisse vor der gesamten Klasse preiszugeben. Meine Überlegung ist, wenn es dieses Wahrheitsserum in der magischen Welt gibt, warum kommt es nicht öfter zum Einsatz? Könnte ein solches Mittel nicht sämtliche Zweifel an den Loyalitäten beseitigen oder den gesamten Verfahrensprozess der Zauberergesellschaft revolutionieren? Wäre es beispielsweise nicht möglich gewesen, mit Veritaserum die Unschuld von Sirius Black zweifelsfrei zu beweisen? Wie später von Rowling bestätigt wurde, wird es tatsächlich verwendet, allerdings gibt es Wege, seine Wirkung zu umgehen. Obwohl es Anwendung findet, können erfahrene Zauberer seine Effekte durch spezielle Gegenmittel und Zaubersprüche neutralisieren. Zudem kann ein versierter Okklumentiker der Wirkung von Veritaserum widerstehen. Kommen wir zum Elderstab. Der Elderstab, einer der zentralen Akteure in der Geschichte und zugleich der mächtigste Zauberstab der Welt. Er ist für zahlreiche Todesfälle in der Geschichte verantwortlich und bleibt durch seine unerklärlichen Eigentümerwechsel ein mysteriöses Artefakt. Um die volle Kontrolle über den Elderstab zu erlangen, muss man sein wahrer Meister werden. Hierbei gibt es jedoch einen Haken. Der Zauberstab wechselt nur dann seinen Besitzer, wenn dessen aktueller Meister tatsächlich von jemand anderem besiegt wird. Im Allgemeinen wird dies durch einen Mord vollzogen, allerdings gibt es Ausnahmen von dieser Regel, wie etwa Grindelwald, der Gregorowitsch überwältigt, Malfoy, der Dumbledore entwaffnet und Harry, der später Malfoy entwaffnet. Das Dilemma bei dieser Entwaffnungsthematik besteht darin, dass der Zauberstab oft als ein unerschütterliches, machthungriges Objekt dargestellt wird, das dem stärksten Zauberer der Welt treu ist. Wenn dies zutrifft, wie kann dann jemand wie Malfoy, der im Vergleich zu Dumbledore deutlich schwächer ist, durch eine einfache Entwaffnung dessen Besitzer werden? Die ganze Loyalität des Zauberstabes erscheint in diesem Kontext recht verwirrend. Und das war's mit diesem Video. Falls ich eine wichtige Handlungslücke in Harry Potter vergessen haben sollte, schreib es mir gerne in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, gib dem Video doch gerne ein Like und lass ein Abo für den Kanal da, um keine weiteren Videos zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.